Das ist Dominik, ich bin Robin. Und das sind die Was geht ab? Flash News. SPD und Union wollen Schönheitsoperationen für Minderjährige ab 2014 generell verbieten. Bislang konnten Eingriffe wie Brust-OPs und Fettabsaugungen auch ohne medizinischen Grund durchgeführt werden, wenn die Eltern zugestimmt haben. Die Erlaubnis der Eltern soll in Zukunft aber nicht mehr ausreichen. Nur wenn Jugendliche gesundheitliche oder massive seelische Probleme haben, dürfen sie sich einer OP unterziehen. Dazu muss allerdings ein Facharzt ein entsprechendes Gutachten erstellen. In Deutschland werden derzeit 10% aller kosmetischen Eingriffe bei Menschen unter 20 durchgeführt. Tätowierungen und Piercings bleiben von der geplanten Regelungen übrigens ausgeschlossen. Amazon will seine Waren schneller zum Kunden bringen und testet deswegen seit kurzem Mini-Drohnen. Nach den Vorstellungen des Gründers Jeff Bezos könnten die per Oktokopter bestellten Produkte innerhalb von 30 Minuten geliefert werden. Das gilt natürlich nur für kurze Strecken von bis zu 16 Kilometern. Die Drohnen sind daher für besonders eilige Bestellungen vorgesehen. In 4 bis 5 Jahren könnte der Service Prime Air laut Amazon schon Realität sein, zumindest in den USA. Dort stehen noch weitere Tests und Genehmigungen der Luftfahrtbehörde aus, denn die müssen erst Regelungen für die unbemannten Drohnen schaffen. In Deutschland werden Drohnen zum Beispiel von der Bahn eingesetzt, um illegale Graffiti-Sprayer bei der Tat zu erwischen. China hat am Sonntag erfolgreich eine Rakete gestartet, die eine Sonde zum Mond bringen soll. Die letzte Mondlandung ist mittlerweile schon 37 Jahre her und wurde von der damaligen Sowjetunion durchgeführt. Am 14. Dezember soll das Mondfahrzeug namens Jadehase landen und die Oberfläche des Mondes erkunden. 3 Monate lang wird der Jadehase per Fernsteuerung unterwegs sein und nach Angaben der chinesischen Staatsagentur auch nach Rohstoffen suchen. China plant währenddessen auch den Bau einer Raumstation, die die 2020 auslaufende ISS ablösen könnte. Die Europäische Union hat am Montag das Grenzüberwachungssystem Eurosur gestartet. Über Eurosur können EU-Länder Informationen über Ereignisse an ihren Außengrenzen und auf See miteinander teilen. Unter anderem können so Bootsflüchtlinge schneller geortet und Katastrophen wie vor Lampedusa verhindert werden. Kritiker des Systems bemängeln aber, dass es nicht vorrangig um die Rettung von Flüchtlingen ginge, sondern darum, sie abzuwehren. Gleichzeitig würden die Flüchtlinge auf noch gefährlichere Routen gedrängt, wenn die Grenzen stärker überwacht werden. Ein weiteres System für European Border Surveillance soll die Behörden außerdem bei dem Kampf gegen Drogenhandel und Menschenschmuggel unterstützen. In Kiew setzten sich die Proteste gegen die Regierung fort. Über 700.000 Demonstranten forderten am Sonntag den Sturz von Präsident Janukowitsch, der kürzlich eine Annäherung der Ukraine an die EU verhindert hat. Während diese Proteste weitgehend friedlich verliefen, wurden am Samstag Dutzende Menschen bei einem Polizeieinsatz verletzt. Auch in Bangkok gehen die Ausschreitungen rund um das Regierungsviertel weiter. Eine Woche lang wurde friedlich protestiert, bis sich die Lage am Wochenende zuspitzte. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Ein Treffen des Demonstrationsführers mit der Regierungschefin Yingluck Shinawatra blieb am Sonntag erfolglos. Was sagt ihr zu Eurosur? Würdet ihr eure Bestellung gerne mal per Drohne geliefert bekommen? Und was haltet ihr von Schönheitsoperationen bei Minderjährigen? Wir sind auf eure Meinung gespannt, also schreibt sie uns in die Kommentare. Falls ihr noch mehr hübsche Gesichter sehen wollt, da drüben gibt es 2 schönheitsoperierte Videos. Und wenn ihr nicht immer auf das nächste Video per Drohne warten wollt, könnt ihr uns einfach abonnieren. Große Brüste gibt's bei Texcalibur. Und wenn ihr einen Facebook-Lift wollt, geht ihr ganz runter oder geht einfach zu Twitter und Instagram. Geht ihr ganz runter. Ganz runter. Ganz weit runter.